Wie gut bin ich bei Einkommensverlust versichert? Erwerbsausfälle durch Invalidität oder einen Todesfall können Betroffene und ihre Familien in finanzielle Schwierigkeiten bringen. In solchen Fällen kommt das Schweizer Vorsorgesystem zum Tragen. Stirbt ein Versicherter, richten AHV und Pensionskassen Renten an Hinterbliebene, Verwitwete und Waisen aus. Wird ein Versicherter erwerbsunfähig, erhält er ebenfalls aus beiden Säulen eine Rente. Die Höhe dieser Rente hängt vom Invaliditätsgrad des Betroffenen ab. Je nach Situation können die Leistungen der ersten und zweiten Säule aber bescheiden ausfallen. Und manchmal kommen sie erst nach langwierigen Abklärungen zum Tragen. Zudem ist in 4 von 5 Fällen eine Krankheit die Ursache für die Erwerbsunfähigkeit. In diesem Fall ist der Versicherungsschutz schlechter als bei einem Unfall. Es kann darum sinnvoll sein, sich privat, also im Rahmen der dritten Säule, zusätzlich gegen die finanziellen Folgen einer Erwerbsunfähigkeit oder eines Todesfalls abzusichern. Mit einer gemischten Lebensversicherung kann man gleichzeitig fürs Alter sparen. Reine Risikoversicherungen sind aber flexibler als gemischte Versicherungen, da sie angepasst oder aufgelöst werden können. Eine Todesfallversicherung macht nur Sinn, wenn ihre Familien oder andere Angehörige von ihrem Einkommen abhängig sind.